Die Wassertemperatur liegt bei gerade mal 17 Grad. Nach 5 Monaten können die Surfer erstmals wieder die Fuchslochwelle in Nürnberg reiten. Sie war gesperrt. Reparatur und Wartungsarbeiten. Es ist einfach unglaublich. Ich bin so froh, dass die Welle wieder da ist. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wirklich wieder das Wasser zu spüren, in der Stadt surfen zu können, sein Leben wirklich wieder zu genießen. Seit 2 Jahren gibt es die Anlage an der Pegnitz. Die erste dieser Art in Deutschland. Sie funktioniert nur mit Wasserkraft, ohne elektrische Pumpen. Also das Gesamtkonzept ist aufgegangen, sowohl technisch als auch, es wird super toll angenommen von den Leuten. Wir haben 500 Vereinsmitglieder inzwischen, die hier 7 Tage die Woche surfen. Wir haben ein öffentliches Surfangebot, das jedes Woche ausgebucht ist. Wir haben ein Kursangebot, wir haben Jugendarbeit, die stattfindet. Im Flusswasser kann eine Gefahr lauern. Kolibakterien, die zu Magen- und Darmverstimmungen führen können. Einige Surfer nennen die Dauerwelle deshalb schon Durchfallwelle. Also wir haben teilweise, wenn die Wasserqualität ein bisschen schlechter wird, wenn es geregnet hat, dann machen wir Nasenklammern und dann kann man sich auch ganz gut vor Keimen schützen. Wenn man das Wasser jetzt viel trinken würde, das wäre, glaube ich, nicht so gut, aber einfach Luft anhalten und durch, dann passt es. Das Wasser wird regelmäßig geprüft. Die Pegnitz ist kein Badegewässer, deshalb ist Schwimmen verboten. Das liegt an den gefährlichen Strömungen, aber auch an der Qualität des Wassers. Nach Regenfällen ist es so, dass Wasser eben in den Fluss laufen kann, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, von den Feldern, wenn dort gedüngt wurde. Und es kann sein, dass wir dann E. coli-Bakterien zum Beispiel im Wasser haben. In seltenen Fällen kann es auch sein, dass zum Beispiel Kanäle, wenn die ausgelastet sind, über die Ufer treten und wir auch Abwasser mit im Fluss haben. Wassersport ist erlaubt. Von einer Durchfallwelle will der Dauerwellenverein nichts wissen. Die Mitglieder sind über die Risiken informiert. Also nach Starkregen etc. stellen wir sofort den Surfbetrieb ein und wir haben das im Griff und haben über 2 Jahre keinen einzigen Vorfall gehabt. Die Klagen über die Durchfallwelle jedenfalls haben dem Projekt nicht geschadet. Eine Anlage nach Nürnberger Vorbild wurde bereits in Hannover errichtet. Andere Städte haben ebenfalls Interesse.